du dir damit antust? Weißt du eigentlich um diese gesundheitlichen Gefahren? Bist doch ein aufgeklärter Mensch. Ja, sagt Lilo, ich habe so wahnsinnig viel darüber gelesen, was das Rauchen mit meiner Gesundheit macht, dass ich aufgehört habe zu lesen. Auf geht's in die erste Runde. Schönen guten Abend. Stellen Sie sich bitte vor. Hallo, mein Name ist Ulrike, ich komme aus Leipzig und arbeite als Kellnerin in einem Steakhouse-Restaurant. Essen Sie selber gerne Steak? Oh nein, ich verabscheue Fleisch und Steak. Ist nicht wahr, aber Sie bringen das immer wieder den Leuten und werden dabei gar nicht rot. Nein. Ist das Ihr Traumberuf? Wahrscheinlich nicht, wenn Sie selber kein Steak mögen. Ich habe noch mal vor zu studieren, vielleicht in England, Kunstgeschichte oder Art und Design. Warum England? Was reizt Sie an dem Land? Ah, die Leute dort. Lockeres Umgehen mit den Leuten und einfach nur Fun. Einfach nur Fun? Ja. Gibt es da auch so eine Lieblingsstadt, in der Sie gerne leben würden? Ja, das ist Manchester. Warum? Da steppt der Bär. Da steppt absolut der Bär. Party und Spaß. Was haben Sie da Besonderes erlebt in Manchester? Oh, da fällt mir gerade ein was ein. Da war ich mal bei einem Fußballspiel von meiner Lieblingsmannschaft, Manchester City. Und die haben gegen Blackburn dort gespielt in der Zeit. Und da habe ich mir mal so ein Fußballspiel aus der Nähe angeguckt und da ging es richtig zur Sache. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Ich bin, workaholic, dann temperamentvoll, ehrgeizig und überhaupt nicht eifersüchtig. Nicht eifersüchtig, wirklich absolut nicht? Absolut nicht, nein. Also der Mann Ihres Lebens dürfte durchaus auch mal woanders Fußball gucken gehen? Ja, doch schon. Aber sonst nichts? Sonst nichts, nein. Verstehe, Dankeschön. Gut. Stellen Sie sich bitte vor. Hallo, ich bin die Claudia aus Bochum und ich bin Überlebenskünstlerin. Wie überleben Sie? Man schlägt sich halt so durchs Leben und sponsort bei Mom and Dad. Was wäre denn Ihr Traumberuf? Moderatorin. Ach was. Ach, ich wusste gar nicht, dass man sich dazu so anziehen muss. Ja, nicht unbedingt hier, aber vielleicht bei Viva? Ach ja, vielleicht sehen das jetzt ein paar. Deswegen, hallo. Sie möchte gern. Alles klar. Wie sollte der Traummann sein? Das ist mir eigentlich egal. Ich habe da keine bestimmte Richtung. Er soll nur treu sein, denn ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch. Und ich sag mal, mein Motto ist eigentlich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kriege ich was raus, ist es aus. Dankeschön. Stellen Sie sich bitte vor. Hallo, ich bin die Moni aus Tübingen, bin beruflich medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin, arbeite in der Tumorzellforschung, betreue noch ein paar nette Doktorandinnen und natürlich eine nette Doktorandin, Katrin, ich habe an dich gedacht. Und wenn ich jetzt da ausführen würde, was wir da alles machen, dann würde es unheimlich kompliziert werden und ich blicke auch schon bald nicht mehr durch. Deswegen lassen wir das Thema am besten gleich. Aber meine Freizeit ist eigentlich auch ganz interessant. Ich sammle nämlich keine Briefmarken, sondern Strafzettel, verschiedene Falltechniken. Wenn ihr irgendwelche übrig habt, aber erst nachdem ihr bezahlt habt, einfach an mich senden nach Tübingen. Adresse beim Herzblatt-Team. Ja, ansonsten tue ich noch gern meine Wohnung aufräumen. und wenn ich dann noch zu irgendetwas komme, dann mache ich gern Step-Aerobic, Funky-Aerobic und Aerobic. Und ich unterrichte auch selber Aerobic. Und ansonsten habe ich noch zwei Katzen, beziehungsweise jetzt nur noch eine Katze, beziehungsweise einen Kater daheim. Meine andere Katze ist leider entflohen. Tätowiernummer. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Es tut mir wirklich leid, Sie unterbrechen zu müssen. Sagen Sie doch einfach noch ganz schnell, ob der Traummann schweigsam sein soll. Wie kommen Sie jetzt da drauf? Es fiel mir nur so ein. Wie soll der Traummann? No comment. No comment. Er sollte auf jeden Fall nicht schweigsam sein. Er sollte mit mir kommunizieren können. Ein kommunikationsfähiger Mensch auf jeden Fall. Ich lasse ihn auch zur Sprache kommen. Ist nicht wahr. Kein Problem. Ich bitte um die Wand. Schwätzige Weiber, ich bin der beste Barkeeper.
Als Barkeeper kann ich für jeden Gast den passenden Cocktail mixen. Dafür teile ich Personen in gewisse Drinkkategorien ein. Kandidatin Nummer 1. In welche Kategorie würdest du passen? In die Kategorie der Zuckerrohrgetränke, weil alle Barkeeper schauen zu mir und sagen dann, du bekommst jeden Bacardi rum. Und was für ein Cocktail wärst du, Kandidatin 2? Ja, ich würde sagen, ich bin spritzig im Geschmack, salzig auf der Haut und scharf im Mund. Du kannst Tequila zu mir sagen. Welches Mixgetränk könnte ich in dir erkennen, Kandidatin 3? Ganz klar, ein Milchmixgetränk. Wenn du mich hier sitzen lässt, dann bin ich gewaltig sauer. Ich bin Student der Philosophie und damit ein Suchender. Welche Fragen und Antworten hältst du für mich bereit, Kandidatin 2? Ach, vergiss die Fragen und Antworten. Ich halte mich hier für dich bereit. Und wonach suchst du, Kandidatin 3? Ich? Ich suche nach intelligentem Leben hinter der Wand. Und du, Kandidatin 1, welche Antworten und Fragen lassen dir keine Ruhe? Oh, da fällt mir nur eins ein. Ene, mene, miste, wann rappen wir in die Kiste? Wir befinden uns auf einer spirituellen Reise durch alle Fernsehkanäle. In welcher Sendung bleiben wir hängen, Kandidatin 3? Bei Akte X natürlich, denn danach haben wir die unheimliche Begegnung der dritten Art. Und bei welcher Sendung schalten wir nicht weiter, Kandidatin 1? Mal unter uns, bei Verbotene Liebe, denn wir können durch dick und dünn gehen, sowie gute oder schlechte Zeiten. Kandidatin 2, bei welcher Sendung brechen wir unsere Reise durch die Fernsehlandschaft ab? Naja, ich würde mal sagen, bei Pleiten, Pech und Pannen. Weil das erinnert mich an unsere erste Nacht. Schalten Sie jetzt nicht ab, denn unsere Susi wird das Ganze noch mal zusammenfassen. So, lieber Sven, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidatin 1, die jeden rumkriegt, auch wenn sie Bacardi bestellt? Oder Kandidatin 2, die Pleiten, Pech und Pannen für dich bereithält? Oder Kandidatin 3, die sauer wird, wenn du keine unheimliche Begegnung mit ihr hast? So, lieber Sven, nun musst du dich entscheiden. Ich will Kandidatin Nummer 3. Claudia aus Bochum. Dankeschön. Jetzt holen Sie noch einmal tief Luft. Haben Sie noch was zu sagen? Naja, hoffentlich ist es die richtige. Das war sicher das Letzte, was Sie heute Abend gesagt haben. Hier ist Ihr Herzblatt. Das ist Moni aus Tübingen und die ist nicht auf den Mund gefallen. Ihr reist mit dem Herzblatt-Hubschrauber. Wer will ziehen? Bitte. Nee, gerne du. Oder ja, okay. Ich wusste. Darf ich lesen? Vortritt lassen, einmal. Ich darf es aber lesen, ja, ehrlich? Ja, gerne, doch. Wirklich? Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Windelsbach in der nördlichen Frankenhöhe, um Kühe zu füttern, den Stall auszumisten und Brot zu backen. Sattelt die Pferde und trabt durch die idyllische Landschaft. Gezogen ist gezogen. Jetzt habt ihr Pech miteinander. Mit Modellflugzeugen dürft ihr eure geheimen Wünsche in die Wolken schicken. Ich glaube auch, dass wir gut zusammenpassen. Viel Spaß. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Na,
Letzte Woche trafen einander Britta und Markus und sie waren zusammen in Lahm. Ein schöner Tag? Also auf jeden Fall, ich hatte eine Menge Spaß. Wie es wirklich war, das werden wir jetzt erfahren, denn wir haben sie nach ihrer Rückkehr getrennt voneinander befragt. Als die Britta gesprochen hat und sich vorgestellt hat, hatte ich halt den blonden Sekretärinnen-Typ mit ultra kurzem Röckchen vor Augen. Wenn man so eine tiefe Stimme hat, dann denke ich mal, gehört auch eine gewisse Masse Mensch dazu. Ich bin halt alles andere als muskulös, also ich bin halt schon ein Handtuch. Also der Markus hat wirklich immer ständig die Sprüche parat gehabt und dann hat er hinterher beim Zuprost, wenn wir diesen Ossergeist getrunken haben, hat er das irgendwie ins Englische übersetzt. The Happy Grandma war dann die lustige Omi und The East Ghost war halt der Ossergeist. Also wenn der den Mund aufmacht, also zu 80% lachst du hinterher. Also wirklich, das ist wirklich so. Ich bin schon sehr positiv überrascht, weil sie halt genau das Gegenteil von dem ist, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und das ist gut Danke. So. Ich habe noch nie so einen, ja weiß ich nicht, witzigen, coolen Typen kennengelernt wie den Markus. Also, Hut ab. Ich möchte Sie halt schon gerne nochmal wiedersehen, gar keine Frage. Ja, er kann gerne mal zu mir nach Salzuflen kommen und dass wir da irgendwie eine Tour machen. Ja. Und ist es wirklich so schlimm, dass er so ein schmales Handtuch ist? Nein, das nicht. Ich meine, das war halt von der Stimme her einfach nur so, weil... Der hat so eine tolle, tiefe Stimme und irgendwie, weiß nicht, malt man sich dann irgendwie was aus, aber ist schon okay. Danke. Ihr trefft euch auf jeden Fall wieder? Ja, denke ich schon. Denke ich schon, ja. Mhm. Das hört sich vielversprechend an. Dann nehmt eure Herzblatt-Memories mit und vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss. Aus Meiselding in Kärnten. Monika, können Sie rückwärts einparken? Natürlich. Klar, ne? Freilich. Auch größere? Ja. Bitte, wunderbar. Was machen Sie beruflich? Ich bin Flugbegleiterin bei Austrian Airlines. Welche Strecken fliegen Sie da? Kurzstrecke und Langstrecke. Alles. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich gehe gerne Snowboard fahren, ich jongliere hin und wieder. Ich gehe gerne joggen und im Sommer spiele ich gerne Volleyball, Beachvolleyball. Und eines meiner Hobbys ist Schwammeln klauen, auf Kärntnerisch gesagt. Schwammeln klauen? Schwammeln klauen, ja. Klauen? Klauen. Klauben? Genau. Das bedeutet? Das bedeutet Pilze pflücken. Pfifferlinge. Pfifferlinge nach Deutschland. Also, noch irgendwas, was naturverbunden ist? Ja, ich gehe gerne fischen. Fischen? Ja. Und dann hauen Sie den armen Tieren Stein auf den Kopf? Ja, um sie dann essen zu können, muss man sie leider etwas bearbeiten. Und das fällt Ihnen gar nicht schwer? Nein, es ist leider notwendig. Der Traummann, wie darf der sein? Der darf ruhig etwas dunkler sein. Also kann auch schon eine Mulatte sein, ein Mischling. Oder gegen einen Brad Pitt hätte ich auch nichts einzuwenden. Wir haben drei Brad Pitts dahingesetzt. Ah, super. Ganz klar. Bitte um die Fragen. Okay. Ich arbeite als Flugbegleiterin. Du fliegst als Passagier von München nach Wien. Wie stellst du es bei einer Flugzeit von 30 Minuten an, mein Herz zu erobern? Kandidat 1. Ja, also ich müsste wohl vielleicht Kaffee bestellen bis zur Bewusstlosigkeit, um bei dir eine gute Startposition zu kriegen. Wenn ich allerdings bis zur Ankunft bei dir noch nicht eingecheckt hätte, würde ich am Schluss noch ein bisschen mehr Schub geben. Und naja, wenn wir dann beide am Boden sind, dann verlass dich auf meinen Autopilot. Und wie erregst du auf die Schnelle mein herzliches Interesse, Kandidat 2? Tja, ich verkleide mich als Handgepäck und fliege dir bei starken Turbulenzen in den Armen. Kandidat 3, wie gewinnst du mein Herz im halbstündigen Flug?
Monika, ich bin Segelflieger und wenn du ab jetzt mit mir fliegst, bist du die einzige Flugbegleiterin der Welt, die während der Arbeit mit dem Piloten knutschen darf. Es finden Wahlen statt. Kandidat 2, welcher Slogan passt zu Kandidat 3? Marmorstein und Eisen bricht, aber diese Maske nicht. Und mit welchem Spruch könnte man für Kandidat 1 Werbung machen, Kandidat 3? Der König der stillen Wasser. Er kam, sah und versiegte. Kandidat 1, wie könnte man Kandidat 2 den Wählern verkaufen? Vielleicht der Grüne, der aus Solidarität zuschlägt. Eines meiner abenteuerlichsten Hobbys ist das Fischen. Angebissen haben zwar schon viele, in die Pfanne schafften es nur wenige. Kandidat 3, was machst du, damit dir die Frauen nicht von Angel springen? Wenn du erstmal meinen Köder gesehen hast, stellst du diese Frage nicht mehr. So viel sei dir gesagt, es ist kein Wurm. Und du, Kandidat 1, wie köderst du die Frauen für länger? Tja, was soll ich sagen? Petri Heil, ich bin halt geil. Kandidat 2. Eine Frau hat angebissen. Wie hinderst du sie am Abspringen? Tja, ich hau sie in die Pfanne, mach sie ganz langsam heiß und danach kommt sie auf den Tisch. Unsere Susi wird diese ganzen Köstlichkeiten jetzt noch mal für uns zusammenfassen. So, liebe Monika, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der geile Autopilot, der nach dem Kommen schnell versiegt? Oder Kandidat 2, das grüne Handgepäck, das dir in die Arme fällt? Oder Kandidat 3, der Segelflieger, der dich ganz sicher nicht mit einem Wurm ködert? So, liebe Monika, nun musst du dich entscheiden. Ich nehme Kandidat 1. Dann bitte ich Salvatore aus Freilassing zu uns. Sebastian aus Hamburg. Hallo. Zweimal. Dankeschön. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Die Würfel sind gefallen. Hier ist Ihr Herzblatt. Das ist Martin aus München. Der kann gut radeln. Ihr dürft aber trotzdem mit dem Herzblatt-Hubschrauber fliegen. Wer zieht? Du. Sicher? Ja. Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Pappenheim im Altmühltal. Ihr fahrt mit der Kutsche zur Burg und werft einen Blick hinter die Kulissen der gräflichen Falknerei. Mit Hammer und Meißel sucht ihr Versteinerungen und lasst euch im Kurhaus mit Fangopackungen verwöhnen. Das hört sich doch gut an zur Abwechslung. Viel Spaß, kommende Zeile wieder. Da ziehen Sie hin, diese traumhaft schönen Menschen, die sind sogar von hinten schön. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und ich sage einfach nur Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal.